Buffer system soundboard is activated and ready for the drive. Gleis 2. Information zu RE 10513 von Emmerich. Ankunft 13.01 Uhr. Heute von Gleis 3 direkt gegenüber. Ich wiederhole. Information zu RE 10513 von Emmerich. Ankunft 13.01 Uhr. Heute von Gleis 3 direkt gegenüber. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny Spieltas. Wir befinden uns heute in Koblenz, Hauptbahnhof, und werden diesen Zug bis nach Köln, unserer Endstation, bringen. Dies ist der vierte und letzte Teil unserer kleinen Sonderfahrt quer durch Deutschland. Wir sind ja im letzten Teil in meinem Hauptbahnhof stehen geblieben und werden jetzt wie gesagt im vierten und letzten Teil unseren T-Sonderzug bis nach Köln Hauptbahnhof bringen, mit Zwischenhalt im Bonn Hauptbahnhof. Und dazu heiße ich euch herzlich willkommen und hoffe, ihr habt sehr viel Spaß dabei. Und wir lassen einfach mal Vorsicht bei der Einfahrt. Wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Genießt einfach die Bahnhofsatmosphäre und ich melde mich gleich nochmal. Gleis 1, Information zu RE 4265 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Über Boppard, Abfahrt 13.08 Uhr, heute von Gleis 5. Ich wiederhole, Information zu RE 4265 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Über Boppard, Abfahrt 13.08 Uhr, heute von Gleis 5. Gleis 5. Einfahrt RE 4265 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Über Boppard, Abfahrt 13.08 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Es wird euch mit Sicherheit auch schon aufgefallen sein, dass es hier in Koblenz mit den Gleisen leider ein Problem gibt, was ich irgendwie nicht zu lösen schaffe. Ich hoffe, das ist kein Problem und vielleicht wird das hier auf dem Weg nach Köln besser. Und, keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht muss ich die Strecke wirklich nochmal neu installieren. Ich werde es bei Zeiten mal versuchen. Aber wie gesagt, ich hoffe, es ist jetzt kein Problem, weil ich habe leider keine Ahnung, woran das liegen kann. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Tut mir leid. Information für Gleis 1. Der Transit Driver Sonderzug TEE Rheingold steht zur Abfahrt bereit. Dieser Zug verkehrt als Sonderzug über Bonn Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Zustieg nur mit Platzreservierung. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
So, und da geht's hier auch schon los, unsere letzte Fahrt in unserem T-Sonderzug. Wie gesagt, erster Zwischenhalt Bonn Hauptbahnhof und ja, Köln Hauptbahnhof wird dann unsere Endstation sein. Und ja, ich bin mal gespannt, ob die Gleise Richtung Köln jetzt doch wieder mehr werden, beziehungsweise auch beständig werden. Warum das hier in Koblenz nicht so ist, kann ich euch leider nicht sagen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, warum das so ist, gerne in die Kommentare damit. Ich habe leider keine Ahnung. Ja, einfach mal jetzt hier den schönen Ausblick. Ich finde auch sehr schön. So, 90. Aber wie gesagt, der KI-Verkehr ist dafür umso schöner und so vielfältiger. Da kann man über fehlende Gleise schon den Effekt sehen, finde ich. Was hier so an KI-Verkehr rumsteht und auch an KI-Loks, ist schon echt beachtlich, also muss man echt sagen. Heute ein bisschen später als gewohnt, weil ich noch privat unterwegs war und jetzt erst die Zeit gefunden habe. Aber ich denke, das ist okay. Wie gesagt, es wird heute noch hochgeladen und ja, so, ich bin ein bisschen zu schnell, aber ich denke, das ist noch im Rahmen. Noch ein wenig durchs Koblenzer Land. Die haben ja noch in Koblenz. Und ja, werden dann gleich auf 160 beschleunigen und uns dann auf dem Weg zu unserer ersten Station Bonn Hauptbahnhof machen. Da kommt noch eine schöne S-Bahn reingefahren. Wunderschön. Mal schauen, ob das mit den Gleisen jetzt mehr wird Richtung Köln. Bin mal gespannt. So, wir werden umschalten. So, Stufe für Stufe. Wie sich's gehört. Könnt ihr auch an dem Leistungsschalter ganz genau sehen, wo ihr da ungefähr seid mit euren Stufen, bei welcher Geschwindigkeit. Und da ist so ein ganz kleiner Haken dran, beziehungsweise so eine Vorrichtung. Und ihr seht da rechts und links die Zahlen. Und daran könnt ihr ungefähr erkennen, wie hoch ihr schon aufgeschaltet habt und bei welchem Tempo ihr ungefähr landen werdet.
Meine Damen und Herren, wir hoffen, Sie haben das Mittagessen genossen. Wir werden nun noch in Bonn halten. Anschließend erreichen wir gegen 14 Uhr den Kölner Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt durch das Rheintal. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed your lunch. We will now continue our trip with the last stop in Bonn before we arrive at Cologne, which will be around 2 p.m. We wish you a pleasant trip through the Rhine Valley. Ihr habt es gehört, gegen 14 Uhr circa werden wir Köln erreichen. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann wird es wohl auch so sein. Mal schauen, mal da links. Ein wunderschöner, doppelt bespannter Güterzug. Wunderschön. Also KI-Verkehr ohne Ende und auch noch vielfältig und wunderschön. Muss man wirklich so sagen, also gefällt mir sehr. Ich muss ein wenig abschalten hier. Ich doch etwas über die Geschwindigkeit hinaus schieße hier. Fällt mir so auf. So. Wollen wir es mal ein bisschen rollen lassen? Für nicht allzu schnell werden. Also das mit den Schieben wird noch nicht wirklich besser, aber ja. Ich hoffe, das ändert sich noch. So, weiße Turm kommt auch schon in greifbarer Nähe. Gleich 120 und 130. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht weiter aufschalten. Eher schon wieder abschalten. So, ein wenig bremsen. Einmal weißen Turm war ich persönlich noch nie, muss ich ehrlich gestehen, aber ich war auch noch nie in Koblenz. Von daher, da steht eine wunderschöne 155. Ist das eine 155? Ich glaube wohl, ja. Nein, es ist eine 110 oder eine 140. Habe ich jetzt nicht genau sehen können. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. Eine 110 oder eine 140.
Andernach war dann auch schon soweit. Passagieransicht ist an sich auch ganz schön, finde ich. Also, schön extra Abteil hier. Doch, finde ich schön. Aber noch schöner fände ich es, wenn jetzt mal ein paar Gleise, zusammenhängende Gleise kommen würden. Nicht immer nur so stückchenweise, aber naja. Was will man machen? Die obligatorische Brücke, die man schon so gut kennt. Da weiß man, dass man sich in der Nähe von Remagen befindet. In der Regel schon, ja. Ah, habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Doppelbespannung 218 mit dem Panzerwagen. Wie geil ist das denn? Mega! Und Silberlinge und noch eine 218. Geht's geiler? Geil ist das denn? Mega KI-Verkehr, kann man nicht anders sagen. Einfach nur geil. Dreifach-Traktion 218, Panzerwagen und Silberlinge. Einfach nur geil. Sag ja, Fährsystem hat den besten KI-Verkehr, den ich bisher gesehen habe in den Szenarien. Also muss ich wirklich sagen, top feinsten. So, 140. Wollen wir mal wieder ein bisschen aufschalten hier, wenn wir aus dem Puschen kommen.
Werbezüge hier, also wie die beklebt sind von den Repaints her. Also wunderschön, oder? Habt ihr das gerade gesehen, die 101? Einfach nur geil. Nicht dieses schlichte Rot, sondern wirklich, die haben sich sogar die Mühe gemacht, hier beklebte 101 einzusetzen. Also finde ich einfach nur grandios. Ist einfach nur genial, muss ich wirklich sagen. So, es sind noch gut 30 Kilometer bis Bonn. Und dann haben wir eigentlich dann schon unsere letzte Fahrt von Bonn nach Köln Hauptbahnhof. Und ja, dann endet unsere kleine Reise quer durch Deutschland. Angefangen sind wir ja in Hamburg und ja, sind dann nach Mannheim gefahren und schließlich jetzt nach Köln. Und ja, ich fand, das war eine sehr schöne Reise, muss ich sagen. Mit sehr viel unterschiedlichem KI-Verkehr und ja, DT ist immer wieder eine Reise, ist immer wieder ein Hingucker und ich glaube, eine Reise wert, mit dem T zu fahren. Und ja, wenn ich die Gelegenheit mal haben sollte, werde ich sie auf jeden Fall nutzen, weil ich glaube, das ist doch ein Highlight, was man im Leben mitnehmen sollte. Und ja, mal schauen, was mich da so erwartet, wenn ich selber mal mit dem T fahren darf, wenn es das überhaupt noch, wenn es die Möglichkeit überhaupt noch gibt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen habt. Da kommt nochmal ein IC, diesmal mit einer 101 in Rot. Und steuerbar, natürlich. So, Sitzig haben wir dann gleich auch schon erreicht. Aber das mit den Gleisen, das soll hier wohl so. Es ist wirklich nur bei der Strecke Koblenz-Köln. Ich kann es nirgends anders feststellen. Es ist wirklich nur Koblenz-Köln. Ja, es entzieht sich mir jeglicher Kenntnis, warum das so ist, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht wird es wirklich von Bonn nach Köln besser, aber ich weiß es nicht. Da kommt das vorhin angekündigte Rehwagen. So, wir haben 120. Das heißt, wenn es schon mal wenig in die Bremse geht. Da ist es schon gekommen.
Ja, Regenbank ist dann auch ein größerer Bahnhof, wie man sieht. Auf jeden Fall mehrere Bahnsteige. Also es ist kein kleiner Wummelbahnhof. Das ist kein Fall. Da links stehen noch schöne Waggons, muss man wirklich sagen. Da kommen die 100. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben. Ich wollte auch sagen, auf diesem Teilstück gibt es doch noch ein ganzes Stück, wo man nur 100 fahren darf. Und da kommt es. Das ist doch geradezu traditionell auf der Strecke. Schaut euch diesen Ausblick an. Das ist doch einfach nur mega, oder? Kommt das obligatorische Oberwinter, wo ich auch noch nie war. Auch beachtlich, was da eine Lok an Wagen ziehen kann. Also nicht schlecht. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren schon einige. Also ich hätte da für die Menge locker eine Doppelbespannung erwartet. Aber naja, so ist das halt. Ne? So, dann ist das elendige Stück, wo wir nur 100 fahren dürfen, auch gleich endlich vorbei und wir dürfen wieder beschleunigen bis auf 160, was die ganze Sache doch angenehmer macht, finde ich.
Und in gut 6 Minuten sind wir dann auch in Bonn Hauptbahnhof. Und ja, haben dann noch gute 30 Kilometer bis Köln Hauptbahnhof. So, jetzt erstmal wieder ordentlich aufschalten. Gehabt, schön stufenweise. Immer das Klackern abwarten und dann in die nächste Stufe. Weil sonst fliegt euch irgendwann der Hauptschalter um die Ohren und dann könnt ihr während der Fahrt die ganze Lok neu aufrüsten. Was nicht so angenehm ist, kann ich euch bestätigen. So, wir haben schon Einfahrt in den Bonner Raum. Bonn-Mehlem als erstes. Das heißt, Bonn Hauptbahnhof ist dann auch nicht mehr so weit. Schlichte 11,5 Kilometer, um genau zu sein. So, da wartet ein Güterzug auf uns, der gleich Ausfahrt haben wird, wenn wir aus der Sichtweite sind. Übrigens zu Bonn, da fällt mir gerade was ein, Haribo, war da schon mal jemand von euch? Also ich war mit meiner Familie da in diesem Haribo-Museum, beziehungsweise in diesem Geschäft da. Ja, mein Sohn habe ich da bald nicht mehr rauskriegen können. Es ist ja Wahnsinn, was man da alles kriegen kann. Also wir haben uns da erstmal ordentlich eingedeckt. Das ist, kann ich nur jedem empfehlen, da nach Haribo zu fahren. Ist eine Reise wert für Jung und Alt, also wenn ihr mal ein Wochenende nichts zu tun habt. Und die Corona-Situation das auch zulässt, fahrt dahin. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, muss ich wirklich sagen. Ist auch gar nicht teuer der Eintritt, also beziehungsweise auch die Sachen an sich da, die man da kaufen kann, ist da doch ist immer wieder eine Reise wert. Auch das Deutsche Museum in Bonn kann ich nur jedem empfehlen. Also wenn ihr da aus der Gegend kommt, fahrt auf jeden Fall mal hin. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, da war da gerade noch ein schöner ICE1. Wie gesagt, ICE1 und ICE2 erkennbar an der Bugklappe. Bei ICE1 nicht vorhanden, bei ICE2 vorhanden. Bugklappen sind die, die können sich miteinander verbinden. Also ICE2 mit einem anderen ICE2 können dann als Doppeltraktion fahren. Während der ICE1 dies nicht kann. Daran sind die eigentlich gut zu unterscheiden. Will ich abschalten hier? Wenn wir eh gleich da sind und wir sonst zu schnell werden. Und ich denke mal, da wird sich jetzt auch gleich der Zugchef zu Wort melden. Gehe ich doch mal stark von aus. So, wir lassen uns jetzt nur noch ein bisschen rollen, weil das reicht für die 3,5 Kilometer. So, 100 sind vorangekündigt.
Dann werden wir mal ein wenig nachhelfen, auf diese Geschwindigkeit kommen. Zukommen, so. IC1, jawohl. Und wieder wunderschön beklebt. Vom Feinsten. Meine Damen und Herren, wir erreichen nun Bonn Hauptbahnhof. Ladies and Gentlemen, we will now arrive at Bonn Main Station. Kurz, aber informativ. Es wird und wird nicht besser mit den Gleisen. Na, bleibt mir noch die Hoffnung auf dem Weg nach Köln, dass es da eventuell besser wird. So, schön sanft und geschmeidig in den Bahnhof einfahren. Das haben die Fahrgäste natürlich auch verdient. Jetzt muss ich doch ein wenig stärker bremsen. Ich glaube, der Bahnsteig ist zu kurz für unseren Zug. Oder? Ne, es klappt so gerade. So. Ankunft im Bonn Hauptbahnhof. Interessieren würde, bis wie viel Gamma ist der Zug zugelassen, beziehungsweise die Waggons? 200. 200, da links steht's. Da steht's. Oh, wir haben schon wieder Abfahrt. Oh, dann machen wir mal fix die Tür zu. Lösen derweil schon mal die Bremsen. Ja, und fahren aus. Information für Gleis 1. Der Transit Driver Sonderzug TEE Rheingold steht zur Abfahrt bereit. Dieser Zug verkehrt als Sonderzug nach Köln Hauptbahnhof. Zustieg nur mit Platzreservierung. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ja, ich glaube, diese Ansage kam mir doch ein wenig zeitversetzt, weil wir fahren bereits ab. Wir haben grün und ja, wir fahren. Wir haben Abfahrt. Nächste Station, Köln Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. So, das wäre dann Bonn Hauptbahnhof gewesen.
Dann hüpfen wir mal rein in den Führerstand. Hallo, wir begrüßen alle im Bonn Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste in unserem T-Sonderzug auf der Fahrt von Koblenz Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist der Kölner Hauptbahnhof, den wir gegen ca. 13.53 Uhr erreichen werden. Dieser Zug endet in Köln Hauptbahnhof und wir bitten dann alle Fahrgäste auszusteigen. Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Fahrt. Wieder wunderschön beklebt, muss man sagen, diesmal endlich mal geschoben. Steuerbank voraus, finde ich persönlich am besten. Also ich finde es schöner, wenn Steuerbank voraus. Erstens ist das ruhiger, es ist ruhigeres Fahren als Triebfahrzeugführer und es ist auch angenehmer, finde ich. Also, aber das ist persönlich nur meine Meinung. Ihr könnt es natürlich sehen, wie ihr wollt. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, das ist mehr privater Natur. Wir werden ja gleich nach Brühl überfahren, sag ich jetzt mal. Und da ist ja auch Phantasialand und der ist ja schon wieder geöffnet, soweit ich weiß. Kann man da mit einem Dreijährigen fahren oder ist das noch zu früh? Also das würde mich jetzt mal interessieren, ob es auch Sachen gibt, die Kleinkinder benutzen können, oder ist das noch zu früh? Also wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare.
So, 16. Wenn ihr mal wieder wollt oder so, oder Bock drauf habt, dann mache ich gerne mal wieder einen Livestream. Ich weiß noch nicht genau wann, weil das ist ja auch sehr zeitintensiv. Und also wenn ihr da mal wieder Bock drauf habt und ein Szenario und Schaden dafür, dann gerne schreibt es in die Kommentare. Ich versuche das dann umzusetzen. Also geplant ist wieder ein Livestream, ich weiß allerdings noch nicht genau wann. Aber ja, ich denke, es wird zeitnah sein. Bahnsteig, wo der wunderschöne Freizeitpark Phantasialand seinen Sitz hat. Ich persönlich finde den wunderschön, muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr. Und wie gesagt, ja, wenn man einen Dreijährigen hat, ist das dann schon sinnvoll, da mit dem hinzufahren oder eher nicht? Das ist, wie gesagt, meine Frage an euch da draußen. Also wenn ihr mir da helfen könnt, wäre das sehr, sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank. Aber ich fürchte, das mit den Gleisen zieht sich durch bis Köln. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Gleich Einfahrt in den Kölner Raum. Hürth ist bereits in Sichtweite. Danach dürften dann weitere Kölner Stadtteile in Sichtweite kommen.
So, die letzten finalen 10 Kilometer in dieser TAT. Rheingold 4er Serie von Fair System Sound Design brechen jetzt für uns an. Ich muss wirklich sagen, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht in den letzten 3 Wochen. Auch wenn es jetzt gerade ein wenig stockt hier. Aber ich hoffe, das hat keine Auswirkung auf die Aufnahme. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ich für die Zukunft für Szenarien spielen werde, weiß ich allerdings aktuell noch nicht. Das werde ich spontan entscheiden. Ob es wieder ein Szenario von Fair System ist, wird sich auch noch entscheiden. Weiß ich im Moment noch nicht. Vielleicht auch wieder eins von 3D-Zug. Oder ich nehme ein ganz anderes. Das entscheide ich einfach spontan und auf jeden Fall wird es wieder ein sehr schönes Szenario werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Action dabei. Das wäre natürlich mega, weil ich stehe auf Action und Szenarien. Auf das Unvorhergesehene. Das ist das, was ich liebe. Und ja, ich werde auf jeden Fall recherchieren, was da ich da so nehmen kann, was es da so für Szenarien gibt. Und ja, euch dann natürlich wie gewohnt in aller Frische und sorgfältig präsentieren. Ich hoffe, mir schmiert da jetzt nicht ab, so kurz vom Ziel. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich kann es allerdings nicht genau sagen. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, das kriege ich sauber zu Ende. Ich weiß nur, dass ich jetzt mal bremsen muss. Schnellstens. Machen wir mal die Schnellbremsung. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, das geht gut. Das geht sogar so gut, dass er gleich stehen bleibt. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen aufschalten. Köln Süd erreichen wir. Und wer den Dom von euch zuerst sehen kann, hat gewonnen. Also ich sehe ihn noch nicht. So, Köln-West ist auch sehbar.
und Gleise wird es in diesem Szenario nicht mehr gehen. Habe ich das Gefühl. Aber dann ist das so, da müssen wir damit leben. Kann man nichts ändern. Natürlich kein Vergleich mit dem Berliner Fernsehturm, ich glaube, da sind wir uns einig. Der Berlin ist einfach nur mega. Das Kuchenbuffet klingt sehr interessant, sehr lecker, muss ich vor allem sagen. Und dann die Show, die am Abend stattfinden soll, klingt auch nicht schlecht. Also da kann man nur sagen, viel, viel Spaß in Köln. Eine sehr schöne Stadt, wie ich übrigens finde. Ich war ja vor kurzem am Bahnhof. Muss ich sagen, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, noch ein bisschen runterbremsen auf 30. Und kaum sind wir in Köln, Hauptbahnhof, haben wir wieder zusammenhängende Gleise. Ja, man glaubt es kaum. Zumindest mehr als auf der ganzen Fahrt. Da steht ein IC1 bereit. Steuerwagen voraus oder... Nein? Doch. Spitze mich das an, weil ich nichts gesehen zu haben. Ja, was sehen in meine Augen da? Ist das etwa ein Masken-ICE? Nein, es ist ein beklebter 1. Es ist eine beklebte 101. Von Märklin, oder? Nee, Adler! Die Adler! Na, wie schön. Der Kölner Hauptbahnhof. Immer wieder ein Highlight. Besonders gut zum Spotten, muss ich wirklich sagen. Kann ich nur empfehlen. Wer da noch nicht war und gerne spotten möchte, Kölner Hauptbahnhof ist... auf jeden Fall
Lohnenswert, muss ich wirklich hier an dieser Stelle erwähnen. So. Türen geöffnet. Ich würde sagen, das wird ganz ab. Auf Gleis 1, willkommen in Köln Hauptbahnhof. Wunderschön. Wunderschön. Dazu die Kirchenglocken. Einfach nur herrlich. Ich schaue mich noch ein wenig um. So, Glückwunsch, Sie sind erfolgreich in Köln angekommen. Wir hoffen, Ihnen hat diese Sonderfahrt gefallen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Mir hat es sehr gut gefallen. Übrigens, hier stand ich, glaube auf diesem oder auf diesem Gleis. Ich glaube eher auf diesem Gleis. Und habe hier gespottet. So schön von hier aus. Und es war ein sehr schönes Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, es hat euch viel, viel Spaß gemacht die letzten drei Wochen, diese T-Sonderfahrt mit mir gemeinsam erleben zu können. Und die letzten drei Wochen waren sehr, sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Beziehungsweise hören uns wieder. Also ihr hört mich. Und welches Szenario ich euch da präsentieren werde, weiß ich im Moment noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich werde es spontan machen. Werd mir was Schönes raussuchen. Und ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Genießt den Samstag. Habt einen schönen Abend. Habt eine gute neue Woche. Kommt gut durch. Und lasst uns gemeinsam hoffen, dass sie dass die Temperaturen steigen, wir noch einen richtigen Sommer kriegen und die Corona-Fallzahlen wieder sinken. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich werde jetzt nicht anfangen, euch hier zum Impfen irgendwie zu überreden. Das ist nicht meine Aufgabe. Dazu sind andere zuständig. Jeder so, wie er mag. Und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Das ist das Allerwichtigste. Haltet die Ohren steif. Bleibt vor allem mir treu. Und ich kann auch sagen, an dieser Stelle, wenn ihr irgendwelche Szenariowünsche habt, welche Art auch immer, packt sie in die Kommentare. Nur so kann ich versuchen, das umzusetzen. Und was bleibt mir noch zu sagen? Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt sauber und ciao, servus und tschüss. Euer der Dennis Spieters. Ciao, ciao.